Da war noch eine Nordseekrabbe. Haha, kleiner Scherz. Irgendwann mache ich mir hier mal einen Spickzettel an die Osmo Pocket 3, glaube ich. Ja, mal kurzes Zwischenfazit nach den ersten Tagen an der Küste hier im schönen Mecklenburg-Vorpommern zum Thema Fotoausrüstung. Und zusammenfassend kann ich das Ganze schon unter dem Motto: mal wieder viel zu viel dabei. Was genau wieder viel zu viel ist, das erzähle ich euch gleich. Ja, wenn ihr das Video gesehen habt, was kommt alles in meinen Fotorucksack, dann wisst ihr ja, was ich alles dabei habe. Wenn ihr es nicht gesehen habt, das Video, schaut es euch einfach mal an. Ich verlinke es jetzt nicht, aber ihr findet es ja in der Playlist, das ist ja kein Problem. Genau. Ja, zum Thema, was habe ich dabei? Viel zu viel habe ich dabei, Freunde, wie jedes Mal. Fange ich mal mit den Kameras da an. Ich habe die Sony A6700 dabei und die Sony A7C. Und ja, jetzt so nach den ersten paar Tagen kann ich sagen, ist die Sony A7C tatsächlich die Backup-Kamera. Und das meiste mache ich wirklich mit der Sony A6700. Hängt natürlich auch mit dem Crop-Faktor zusammen in Bezug auf die Objektive, die ich bis jetzt eingesetzt habe. Stichwort Objektive. Ja, also Sony 10 bis 20 mm 4.0 für die APS-C-Kamera, also die 6700, noch nicht einmal benutzt. Wildrox 20 mm 2.0 für die Sony Vollformat, also die A7C, noch nicht einmal benutzt. Also bleiben beim nächsten Mal zu Hause. Tamron 17 bis 70 mm nutze ich. Weniger als ich gedacht hätte, aber das kommt vielleicht noch. Das Sony 24 bis 105 mm Vollformat 4.0 bisher ein einziges Mal benutzt. Heißt für mich, beim nächsten Mal habe ich zwei respektive drei Objektive dabei. Die Objektive, die ich bis jetzt am meisten genutzt habe, das ist das Tamron 18 bis 300 mm APS-C. Das für mich neue Tamron 150 bis 500 mm Vollformat, was natürlich mega genial an der Sony 6700 ist. Durch den Crop-Faktor habe ich dann 750 mm in der Spitze Brennweite. Absolut genial. Ja, und wie gesagt, gelegentlich das Tamron 17 bis 70 mm. Ich glaube 2.8 ist das, oder? 2.0, 2.8? Ne, 2.8 ist es. Genau, also heißt für mich beim nächsten Mal, diese drei werde ich dabei haben. Und zusätzlich für die A7C das 24 bis 105 4.0. Das war's. Der Rest bleibt definitiv daheim. Zwei Stative habe ich mit. Ein großes, ein Reisestativ. Das große bleibt demnächst auch zu Hause. Das Reisestativ reicht vollkommen aus. Bis jetzt habe ich das Stativ einmal benutzt. Jo, viel zu viel mit. Aber so ist das manchmal. Egal. Ja, wie gesagt, also schwerpunktmäßig Tamron beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und so diese super Weitwinkelgeschichten, Festbrennweitengeschichten werde ich definitiv daheim lassen.
Heute ist übrigens Strandtag angesagt, also mal nichts außer Strand, Ostsee, Meeresrauschen, Möwen, Fischbrötchen. Einfach herrlich. Totale Entspannung im Strandkorb, quasi Family Day, weil ich bin ja nicht alleine unterwegs hier, sondern mit der Familie. Und ja, da ist es heute mal einen gemütlichen Strandtag machen. Und da freue ich mich schon drauf. Natürlich habe ich die Kamera dabei, logischerweise. Aber wie gesagt, null Stress, null Erwartungshaltung. Wenn was vor die Linse kommt, dann gerne. Wenn nicht, macht es auch nichts. Fotos zeige ich euch jetzt hier in dem Video. Dann jetzt gleich mal zwischendurch ein paar. Und dabei wünsche ich euch schon mal viel Spaß.